Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichen, vollem, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Mitbrüder, liebe Professoren, liebe Studenten hier in Heiligenkreuz und liebe Gläubige an den Fernsehgeräten und Radioapparaten und im Livestream. Heute haben wir ein Wort gehört, das ich euch auslegen möchte. Es ist ein Wort, das nur der sagen kann, der es selbst in einer Radikalität gelebt hat, die unglaublich ist. Das kann nur einer von jemand fordern, der alles gegeben hat. Sein Leben, seine Liebe bis zum Tod am Kreuz. Es ist das Wort vom Geben, der letzte Satz des heutigen Evangeliums. In der Bergpredigt, in der Feldprede sagt Jesus: Gebt, dann wird auch euch gegeben werden, in reichem, gehäuftem, überfließenden Maß. Jesus lädt uns ein zu geben und er verheißt uns, dass uns gegeben wird. Unser Professor für Neues Testament ist hier anwesend, zugleich Studiendekan. Da muss ich immer aufpassen, ich bin ja nur Dogmatikprofessor. Aber immerhin weiß ich, dass die Zusammenfassung dieses Jesuswortes in der Apostelgeschichte vorkommt. Es wird dort als Wort von Jesus ausgegeben und findet sich nicht in den vier Evangelien. Es ist die Zusammenfassung dessen, was Jesus von uns erwartet, und es heißt ganz einfach: Geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Was für ein Kontrastprogramm. Heute leben wir in einer Welt, wo alles darauf ausgerichtet ist, zu nehmen, anzuziehen, anzuhäufen. Ich sage dazu, dass Geben und Nehmen zusammengehört, das ist ganz logisch. Also wer nur gibt, zum Beispiel im materiellen Bereich, da muss eine Vernünftigkeit da sein. Ein Pfarrer in Niederösterreich, vielleicht kennt der Martin Leitner, der in der Nähe von ihm Pfarrer gewesen ist, ihn sogar. Der war so großzügig, da jeder, der in den Pfarrhof gekommen ist, und das hat dann in Scharen die Bettler angezogen, ist reich beschenkt gegangen. Am Schluss war der Pfarrer hoch verschuldet. Das ist unlogisch. Das fordert Jesus nicht von uns. Hat sogar einen Prozess bekommen, weil er dann einen Kredit aufgenommen hat, um einem Betrüger zu helfen. Und so weiter und so fort. Da muss eine Rationalität, eine Vernünftigkeit da sein, denn wir haben natürlich auch die Pflicht, für unser eigenes Leben zu sorgen. Aber wenn diese Sorge so auf sich selbst konzentriert ist, natürlich muss man in der Jugend schauen, dass man, wenn man in den Beruf geht, dass man sein Leben erhalten kann. Dann freut man sich, wenn auf dem Bankkonto ein vierstelliger Eurobetrag ist. Und dann vielleicht irgendwann ein fünfstelliger Eurobetrag, weil man sich etwas erspart hat. Und dann kann man sich selber ein Auto kaufen. Und dann vielleicht sogar ein sechsstelliger Eurobetrag.
Aber irgendwann, wenn man älter wird, kommt man vielleicht drauf, dass man das gar nicht mehr abarbeiten kann. Dass man das gar nicht mehr ausgeben kann. Geben ist seliger als nehmen, sagt Jesus. Und er sagt, gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Es ist ein großes Geheimnis, dass das rechte Geben, das selbstlose Geben, eine Form von Freude macht. Dass das Weggeben bereichert. Wir sind in der Fastenzeit und die ist eröffnet worden mit dem Aschermittwoch, wo Jesus uns die drei Dinge sagt, wir sollen beten, wir sollen fasten und wir sollen Almosen geben. Beten, da gibst du Zeit weg. Oh, Zeitverschwendung, ich könnte doch auf Facebook sein. Und jetzt soll ich Rosenkranz beten? Fasten, gut, das Fasten ist populär geworden, leicht fällt es mir nicht. Worum geht es beim Fasten auch, dass du etwas weggibst? Das ist ein Verzicht, das ist ein Schmerz, das ist ein Verlust. Das spürt man. Fasten ist zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr schaut es jetzt so ungläubig, aber mir fällt es nicht leicht, also ich empfinde es als Anstrengung. Ja? Man gibt etwas weg, überhaupt wenn es im Kloster was Gutes zum Essen gibt. Was ab und zu der Fall ist. Und das Dritte ist, dass Jesus sagt, Almosen geben. Ja, da geht es natürlich in dieser Stelle, dass wir das dezent machen sollen, nicht vor uns herposaunen, aber das tut weh, wenn du etwas weggibst von dir. Ja, wenn du etwas, eine Spende gibst, etwas weggibst. Gott sei Dank sind wir in Mitteleuropa hier, Deutschland, Österreich, Schweiz, Spendenweltmeister, weil das Christliche noch ganz tief in uns sitzt. Ich möchte euch einfach ein paar Beispiele erzählen. Geben ist seliger als nehmen und wer gibt, der wird empfangen. Ich bringe mein Beispiel, das ich schon oft erzählt habe, im Zusammenhang mit dem Ausbau der Hochschule. Wo wir Spenden haben sammeln müssen, wir müssen es noch weiter, aber damals war es ganz dramatisch, weil es ja um hohe Summen ging, um Millionen, die wir auftreiben mussten und mit Hilfe von 22.000 Spenderinnen und Spender auftreiben konnten. Ich sitze ja im hintersten Zimmer des Klosters. Die Pforte ist auf der ganz anderen Seite. Ich brauche 10 Minuten. Neben mir, Professor Ernst weiß das. Ja, der wohnt neben mir und dann so kleine vietnamesische Studenten. Wir brauchen 10 Minuten zur Pforte. Und da hat oft der Pförtner angerufen, du Pater Karl, komm, da steht wer, der möchte mit dir reden. Nicht begeistert. Ich war nie begeistert. Ja, meistens sitzt in der Arbeit am Computer, musst eine Vorlesung vorbereiten und so weiter und so fort. Das heißt, aufstehen, hingehen, waren meistens nette Gespräche. Ich habe es dann doch gerne gemacht. Einmal ist mir aber auch passiert, da bin ich zur Klosterpforte gekommen und da ist wer da gestanden und hat gesagt, ha, ich wollte nur schauen, wie sie mal wirklich ausschauen. Und dann bin ich wieder gegangen, nachdem er mich gesehen hatte. Ja. Und einmal ruft der Pförtner an und sagt, Pater Karl, du, das ist eine alte Frau, die möchte mit dir reden. Ja, sage ich, komm gleich, ja, Computer runtergefahren, ohne große Begeisterung, aber auch aus diesem Bewusstsein, also Pater Karl, dich kennen die Leute, du kannst Leuten helfen vielleicht, ich weiß nicht, was sie braucht, ich gehe dort jetzt hin. Und so, und da stand diese liebe alte Frau, vielleicht schaut sie jetzt sogar zu. Und hat so in der Hand so einen Lederbeutel gehabt. Ich habe schon ein paar Mal erzählt. Ja? Eine von vielen Geschichten, die ich erzählen könnte. Und gibt mir den Pater Karl, das ist für die Hochschule, für die Studenten, ihr braucht es. Die haben mir gedacht, was ist denn das? Vielleicht der Kuchen drinnen. Enttäuschung, weil ich habe aufgemacht, schwer, habe aufgemacht, glitzert es entgegen, hat ausgeschaut wie so irgendwie Spielzeuggeld, ja? Hat geglitzert. Und ich habe so einfach schnodrig gefragt, aha, das sind ja Münzen. Ist es auch was wert? Ja, Pater Karl, ja, das sind so südafrikanische irgendwas. Gestern war ich auf der Bank, da haben sie den Kontoauszug, wie viel das gestern wert war. 48.000 Euro. Ja. Ich bringe sowas gerne als Beispiel, weil beim Geld verstehen es die Leute. Ja. Also beim Geld kapieren die. Ich sage aber immer dazu, ja, wer gibt, um was zu bekommen, der irrt. Unser Geben muss selbstlos sein. Ja? Also wenn da eine Strategie dahinter ist, ich gehe jetzt immer zur Klosterpforte runter, weil vielleicht ist wer da, der was gibt. Nein, das funktioniert nicht. Ein zweites, ich war gerade auf Haiti. Im Westteil vom Hurricane völlig zerstört. Es ist unbeschreiblich, was ich dort erlebt habe.
Das Eindrucksvollste waren die Priester und der Bischof dieser westlichsten Diözese. Von den 220 Kirchen sind 219 völlig zerstört. Dazu alle Schulen, Kindergärten. Die Pfarrer sind bei den Gläubigen geblieben. Sie geben ihr Leben, der gute Hirt, sagt Jesus, gibt sein Leben hin für die Schafe. Ich hatte als in Sulz einen schönen Pfarrhof. Ja. Nicht üppig, aber schön. Von Philipp Schlucker gebaut. Einfach. Der ist sprichwörtlich geworden, dieser Architekt. Das ist der arme Schlucker, weil er immer wenig Geld für seine Bauten unter Kaiser Josef II. Hatte. Ich habe mir gedacht, ich lebe einfach. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Priester, die in Blechhütten wohnen, so wie die anderen Leute auch, die sie sich zusammengezimmert haben. Einer, der hat wochenlang im Auto gewohnt, damit er dort bleiben kann in der Pfarre, weil alles hin war, alle Hütten. Er möchte, wollte dort bleiben. Keine Kirche, keine Schule. Die Leute haben jetzt von der UNO mit Wellblech sich irgendwas zusammengebaut. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. An diesem Hingeben des Lebens für die Ärmsten der Armen hatte ich dann auch einige Tage Anteil, weil wir ja da herumgefahren sind mit dem Bischof auf diese Expedition und dort auch in diesen Hütten, in diesen Situationen übernachten mussten. Ich bin kein Abenteurertyp. Ich habe noch dazu Rückenprobleme gehabt, wie ihr vielleicht wisst. Und diese Nächte dort eben jetzt in der Finsternis, ich möchte das nicht so dramatisch schildern, auf Matratzen, Kakerlaken, schnarchende Chauffeure neben dir, Schlaflosigkeit, die waren nicht einfach. Es hat mir keine Freude gemacht, das sage ich ehrlich. Und ich habe manchmal die Stunden gezählt, bis ich wieder rauskomme aus der ganzen Situation. Aber ich habe mir auch gedacht, Pater Karl, da gehörst du hin jetzt. Ja? Da musst du durch. Du musst das kennenlernen, was Missio tut. Ja? Du musst da durch, das habe ich mir immer gesagt. Ich habe so viel gebetet und intensiv gebetet, gerade in diesen schlaflosen Nächten. Wie wir dann raus sind eben jetzt, habe ich noch den Lohn bekommen. Ich habe einen wirklichen Lohn bekommen für das. Bei der Verabschiedung hat der Bischof gesagt, andere Hilfsorganisationen sind mit dem Hubschrauber über das verwüstete Gebiet geflogen. Ihr seid in unsere Hütten gekommen. Das war mein Lohn. Das war der schönste Lohn. Ich bin jetzt noch dankbar für dieses Wort, das der Bischof uns hier gesagt hat. Ein letztes Beispiel noch, weil mich viele Leute anrufen und heute am Nachmittag, ich kann nicht alle Wünsche erfüllen und alle Dinge, wo die Leute mich bitten. Und manchmal ist es auch so, dass ich vielleicht ungeduldig werde, wenn Leute am Telefon so lang reden und so weiter, weil ich habe hier wirklich viel Arbeit und ich habe bei Missio viel Arbeit. Aber ich höre mir es dann doch immer wieder an und da war eine Frau, die immer sehr lange gebraucht hat. Also wenn die angerufen hat, Entschuldigung, wenn ich das so sage, vielleicht geht es euch auch so, habe ich mir gedacht, ui, jetzt komme ich wieder zu nichts. Und ich habe aber immer zugehört. Manchmal war ich vielleicht nicht so nett, muss ich auch sagen, abrupt. Diese Frau ist gestorben und hat der Hochschule eine große Erbschaft hinterlassen. Ich habe ihr nicht zugehört, damit sie uns dann was gibt. Aber ich war vielleicht auch der Einzige, mit dem sie so lange reden konnte. Noch einmal, Jesus sagt, gebt und ihr werdet empfangen. Unser Geben muss strategielos und selbstlos sein. So wie der Heiland, unser Herr, dem wir in dieser Fastenzeit ganz innig begegnen wollen, als dem Leidenden, der auf das Kreuz zugeht, sein Leben hingegeben hat. Und die Verheißung des Herrn gilt. Dann wirst du empfangen. Denn geben ist seliger als nehmen. Amen.